Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine schöne Aufgabe, sich im Parlament mit einem großen Ereignis in der Geschichte Deutschlands, ja Europas, zu befassen, der Reformation. Es ist eher unschön, dies ein weiteres Mal als ausgeschlossene Fraktion tun zu müssen, die selbst bei einem solchen Thema der Würdigung des Reformationsjubiläums einen Antrag aller anderen Fraktionen nicht mittragen darf. Grund: ein grundsätzlicher Boykott der Linken durch die CDU/CSU und dieser Boykott tapfer mitgetragen auch von den Oppositionsparteien. Was ist eigentlich natürlich, Frau Staatsministerin, am Ausschluss der Fraktion der Linken bei einem solchen Thema in der parlamentarischen Behandlung, frage ich mich und frage ich Sie. Da wir schon nicht mitarbeiten durften an diesem Antrag, wähle ich jetzt den kurzen Moment meiner Rede, um Ihnen zu beschreiben, was aus unserer Sicht diesem Antrag fehlt. Wenn Sie die Reformation feiern wollen, müssen Sie sich mit mehr befassen als mit Luther. Und Sie dürfen Luther auch nicht zu einer Lichtgestalt von Freiheit und gar Toleranz stilisieren. Kardinal Lehmann, kein geringerer als er, hat in einem Interview mit der Zeitung Die Welt konstatiert, Zitat: Er wird wohl deshalb so gefeiert, weil er dem Kampf gegen die Autorität des Papstes aufgenommen hat und sich nicht einschüchtern ließ. Dass er einen epochengeschichtlichen Einschnitt personifiziert, kann man nicht bestreiten. Aber der Held der Freiheit im weitesten Sinn ist er nicht. Das zeigt sein Verhalten gegenüber anderen Reformatoren, den Bauern bei ihrem Aufstand, Andersgläubigen, zum Beispiel den Wiedertäufern, aber auch gegenüber Katholiken und Juden. In den lutherischen Territorien, lieber Kollege Ehrmann, wurde die frühzeitige Religionsfreiheit kaum beachtet. Es herrschte allenfalls eine mildere Form von Toleranz als sonst im Reich. Soweit Kardinal Lehmann. Von dieser Einordnung Luthers ist in Ihrem Antrag an keiner Stelle die Rede. Und wenn Sie versprechen, Zitat, das weite Themenspektrum der Reformation in der Lutherdekade aufzunehmen, dann vermisse ich vor allem die Rolle des Volkes in dieser Reformation. Das Hoffende, das Kämpfende, das Umdenkende und das vielerorts schwer betrogene, ja niedergekämpfte Volk. Seine in diesem Jubiläum zu gedenken, wäre gerade heute in einer Zeit der vielen Volksaufstände, die zumeist auch religiös motiviert oder gegenmotiviert sind, ein wichtiges Signal. Sie führen eine imposante Liste von Weggefährten Luthers an. Aber wo bleiben die Zeitgenossen der Reformation? Thomas Münzer allen voran, der die erste deutsche Predigt verfasst hat, wohlgemerkt, und dessen Freiheitsbegriff und Menschenbild durch und durch reformatorisch war, auch wenn es blutig niedergeschlagen wurde. Münzer steht für Begriffe wie direkte Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Er propagierte Freiheit und Gleichheit der Menschen als göttliche Prinzipien. Der Reformation der Kirche sollte eine Reformation der Gesellschaft folgen. Auch führen Sie eine imposante Liste von Orten an, die kulturgeschichtlich mit der Reformation in Verbindung stehen, von Augsburg bis Worms. Wo bleibt zum Beispiel Mühlhausen? Nein, Ihr Reformationsbild auf Luther fixiert und Ihr Lutherbild ganz und gar einseitig ist zu schmal, um dem Ereignis Reformation gerecht zu werden. Von den ständigen Ausrutschern in die Tourismusfalle, die ganze Marketing- und Standortbeschwörungen bis hin, und jetzt bitte ich aufmerksam zu sein,
zur Dachmarkenkampagne Luther 2017 durch den Staatsminister am 27. Oktober ist er anwesend. Ich glaube, Luther dreht sich in seinem Grab rum, wenn er dieses Wort Ungetüm Dachmarkenkampagne Luther 2017 erfahren würde, will ich gar nicht reden. Ich kann nur hoffen, dass von den 5 Millionen Euro Bundesmitteln, die jetzt jährlich zur Verfügung stehen, auch Projekte und Orte der Seite der Reformation gefördert werden, die Sie in Ihrem Antrag, sagen wir mal, bisher gar nicht einbezogen haben. In dieser Hoffnung stimmen wir als ausgeschlossene Fraktion diesem Antrag zu. Dankeschön. Für die Fraktion Bündnis 90.